Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute möchte ich mal rund um die Hochzeitstorte sprechen. Und zwar möchte ich euch mal coole Alternativen aufzeigen und vor allem auch coole Ideen für den Tortenanschnitt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's! Ich hatte schon mal ein Video, ich glaube sogar schon zwei Videos zur Hochzeitstorte gemacht. Und zwar einmal, wann der perfekte Anschnitt stattfindet, also wann der perfekte Zeitpunkt ist, die Torte anzuschneiden. Es gibt da grundsätzlich drei Möglichkeiten, von ich aber nur zwei Zeitpunkte empfehlen kann. Ich verlinke euch das Video gerne mal hier oben. Schaut euch das unbedingt an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part und eine wichtige Überlegung, wenn ihr beim Thema Hochzeitstorte seid in eurer Hochzeitsplanung. Und ich habe auch ein weiteres Video zum Thema Hochzeitstorte schon hier abgedreht und hochgeladen. Und zwar waren das allgemeine Tipps zum Thema Hochzeitstorte. Heute geht es aber weniger um Tipps, sondern eher um Ideen und Vorschläge, Inspiration und wie gesagt auch Alternativen. Der Klassiker ist eigentlich, die Torte wird zum jeweiligen Zeitpunkt reingefahren, vielleicht nochmal mit ein paar Fontänen auf der Torte und mit irgendeinem besonderen Lied, das euch gefällt, das vielleicht zu eurem Motto passt, zur Hochzeitstorte passt, wie auch immer. Das ist eigentlich so dieser klassische Ablauf, wie man es eigentlich kennt. Ich hatte es auch schon so, dass die Hochzeitstorte einfach rausgetragen wurde. Da wurde kein großes Spektakel draus gemacht, sondern sie wurde einfach rausgetragen, auf den Tisch gestellt, schön drapiert, dekoriert und dann wurde eben angeschnitten. Falls ihr aber den Tortenanschnitt noch mehr zelebrieren möchtet und falls ihr es auf jeden Fall möchtet, dass die Torte reingefahren wird, dann kann ich euch eine sehr, sehr coole Idee aufzeigen, die wir nämlich tatsächlich dieses Jahr auf einer Hochzeit hatten. Und zwar wurde die Torte nicht vom Personal reingetragen oder reingefahren, sondern von Star Wars Charakteren. Ich hoffe, ich erinnere mich auch richtig. Ich bin überhaupt kein Star Wars Fan. Ich habe das noch nie geguckt. Und ich glaube, es war da was Star Wars Figur. Ich versuche mal ein Video oder ein Bild davon zu finden und dann werde ich es euch auf jeden Fall hier einblenden. Und ich sage euch, Leute, das war so ein Highlight. Die Gäste haben das überhaupt nicht erwartet. Das war übrigens auch eine Überraschung an den Bräutigam von der Braut. Das war einfach mal wirklich komplett was anderes und es war richtig, richtig witzig. Und vor allem, was ich sehr, sehr cool finde, das erfahrt ihr auch in dem Video, wo ich über die Zeitpunkte zum Tortenanschnitt spreche. Ich persönlich finde es immer ganz toll, wenn die Torte zum Dessert angeschnitten wird und dadurch auch so ein bisschen die Stimmung geboostet wird, sage ich mal. Und vor allem jetzt bei der Hochzeit, als die Torte durch diese Star Wars Charaktere und mit Musik reingefahren wurde, war das einfach ein richtig, richtig toller Auftakt ja, in diesen abendlichen Party-Teil der Hochzeit sozusagen. Also ich finde, das hat richtig, richtig gut funktioniert und hat mir sehr gefallen und das wollte ich euch auf jeden Fall weitergeben. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt ja auch Harry Potter Charaktere oder Disney, falls jemand ein großer Disney-Fan ist. Also mal als Denkanstoß kann ich sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Eine weitere Idee für den Anschnitt, nicht fürs Reinfahren oder Reintragen, sondern für den Anschnitt ist, mal was anderes zu nehmen als ein Messer tatsächlich. Also ein klassisches Messer. Zum Beispiel könnte man ja auch ein Laserschwert nehmen oder irgendein anderes Werkzeug, was vielleicht wieder auch zu den Charakteren passt, die dort reinfahren oder zu dem Motto der Hochzeit. Also irgendwas anderes, wie gesagt, was auch so ein bisschen, ja, was auch ein Highlight einfach darstellt bei dem Tortenanschnitt. Wenn ihr aber doch eher bei dem klassischen Messer bleiben möchtet, habe ich auch einen Tipp für euch. Und das ist vielleicht sogar auch eine coole Geschenkidee, falls jetzt jemand anderes zuschaut als ein Brautpaar. Vielleicht sucht noch jemand irgendwie ein cooles Geschenk für ein Brautpaar. Was ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, war tatsächlich ein graviertes Messer oder ein Tortenheber, der graviert war. Und das wurde als Geschenk sozusagen beim Tortenanschnitt mit beigelegt. War, ich glaube, meistens
Ich hatte einmal das Geschenk von den Trauzeugen und einmal war es ein Geschenk von der Brautmutter. Es war beides jeweils ein Tortenheber. Man kann natürlich auch ein Messer nehmen. Man kann natürlich auch ein Messer nehmen, was irgendwie total extravagant ist und wie gesagt wiederum zu dem jeweiligen Motto oder Thema passt, was vielleicht einen richtig coolen Griff hat oder so. Also da kann man ja wirklich total kreativ werden. Natürlich muss es schon irgendwas Scharfes sein, dass man die Torte auch durchschneiden kann. Aber auch hier einfach mal so ein kleiner Denkanstoß für euch. Jetzt kommen wir mal zum Thema ausgefallene Torten. Ich wollte ja nicht nur über den Anschnitt sprechen, sondern vor allem auch über Tortenalternativen. Wenn ihr vielleicht gar nicht so dieser süße Tortenliebhaber seid, könnt ihr auch da auf Alternativen zurückgreifen. Was wir auch dieses Jahr hatten, war eine Käsetorte. Eine richtig, richtig coole Käsetorte. Da habe ich auf jeden Fall ein Bild, das werde ich euch auf jeden Fall hier mal einblenden. Das war eine gestapelte Torte mit sämtlichen Käsesorten. Da muss man nur aufpassen, man kann die, also man muss die auf jeden Fall sehr, sehr gut kühlen. Man darf die nicht zu früh rausstellen, also da muss man wirklich aufpassen. Und vor allem, was ich auch an der Stelle als Tipp weitergeben kann, lasst sie nicht zu lange draußen stehen, weil wir hatten, es war Sommer, also die Torte wurde auch draußen aufgestellt und es waren sehr, sehr viele Fliegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber wir hatten fast schon eine kleine Fliegenplage in der Nähe der Käsetorte. Da muss man wirklich aufpassen, wir mussten die ständig zudecken. Vielleicht seid ihr aber sowieso drin, aber auf jeden Fall eine Käsetorte kam so gut an. Und vor allem hat das Brautpaar auch die Torte dann enthüllt. Sie war erst noch abgedeckt, kurz vor dem Anschnitt sozusagen. Sie wurde auch wirklich angeschnitten. Und die Gäste haben alle natürlich eine ganz klassische Torte erwartet. Dann war es auf einmal eine Käsetorte mit Parmesanleib und ganz oben war auch Weichkäse. War auch alles schön dekoriert. Also kann ich auch sehr empfehlen, kam richtig gut an. Und vor allem bei der Hochzeit gab es ein klassisches Kuchenbuffet. Und da war es wirklich schön, auch mal was Deftiges zu haben und dann nicht eben nochmal eine Torte, die ein Highlight darstellt, sondern es war einfach eine Käsetorte, was Deftiges, was anderes. Und ich glaube, das kommt halt auch wirklich sehr gut an bei vielen Gästen. Was ich auch schon mal hatte, auch dieses Jahr, ich hatte dieses Jahr tatsächlich sehr häufige erste Male auf Hochzeiten. Und zwar war das eine Eistorte. Ja, bei der Eistorte hatten wir die große Herausforderung, dass wir keine Gefriermöglichkeit hatten. Das heißt, wir mussten den Zeitpunkt der Lieferung extremst gut abstimmen mit dem Tortenanschnitt-Zeitpunkt. Das kann man natürlich nicht auf die Minute genau vorhersagen. Ich meine, ich muss schon sagen, ich bin wirklich sehr, sehr gut in der Umsetzung des Zeitplans und bin sehr, sehr häufig punktgenau am Tag der Hochzeit, aber da muss man schon wirklich aufpassen, also da, die Torte darf keine 10 Minuten in dem Saal oder in dem Raum stehen. Es war auch noch sehr, sehr heiß an dem Tag, muss ich sagen. Und ich meine, vielleicht habt ihr eine Gefriermöglichkeit, das wäre natürlich optimal und eine wichtige Voraussetzung. Aber wir hatten, wie gesagt, auch diese, eine Eistorte, da eben nicht mit Gefriermöglichkeit. Deswegen hier der Tipp, acht auf jeden Fall drauf, dass ihr da eine Möglichkeit habt. Ja, die Eistorte kam auch sehr, sehr gut an, war sehr schnell weg. Es war auch eine kleine Eistorte, aber auch das vor allem an so einem heißen Tag, war das ein sehr beliebtes Dessertstück, muss ich sagen. Es gab auch noch eine klassische Hochzeitstorte, also das Brautpaar hat richtig aufgefahren. Die wollten auf jeden Fall noch eine Eistorte und wie gesagt, bei den heißen Temperaturen war das einfach mit die beste Idee. Zwei weitere Alternativen habe ich für euch, die ich aber tatsächlich noch nicht hatte. Und zwar eine Pizzatorte und eine Sushi-Torte. Auch das sehr ausgefallen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, die Pizzatorte als Mitternachtssnack zu wählen und die Torte dann eben gar nicht anzuschneiden oder kein großes Ding draus zu machen, weil wir auch in dem einen Video, was ich euch am Anfang verlinkt habe, erfahren werdet, ist, dass der Tortenanschnitt um Mitternacht keine gute Idee ist. Wenn wir jetzt mal von einer klassischen Hochzeit ausgehen, bei der um Mitternacht wirklich die Party läuft und wirklich getanzt und gefeiert wird, weil da kann ich euch wirklich nicht empfehlen, den Tortenanschnitt zu machen, weil ihr dadurch einfach die Party unterbrecht, das Licht nochmal anmacht und diese ganze Stimmung einfach komplett cuttet. Und das ist keine gute Idee, weil danach muss dann nochmal die Stimmung aufgebaut werden für die Party. Aber trotzdem kann man ja eine Torte anbieten, bereitstellen um Mitternacht.
wenn es zum Beispiel sowas wie eine Pizzatorte ist. Und ich glaube, Pizza kann wirklich jeder essen um Mitternacht mitten bei der Party. Das gleiche gilt auch für die Sushi-Torte, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich persönlich bin kein Sushi-Esser, Sushi-Liebhaber, aber ich kenne Personen, die das abgöttisch lieben und die sich extrem freuen würden, wenn sie, ja, mitten bei der Party auf einmal eine Sushi-Torte sehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber sehe ich auch hier, wie gesagt, eher dann zum Mitternachtssnack. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr mal ein paar Ideen, ein paar Denkanstöße mitnehmen konntet rund um das Thema Hochzeitstorte. Schreibt gerne eure Fragen oder vielleicht auch weitere Ideen in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen. Das würde mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald.